Payday 3, Hoxton, Dallas Chains und so weiter und so fort sind zurück. Es geht wieder nach New York zurück und wir schauen uns natürlich an, was Starbreeze Studios bzw. Deep Silver hier verbockt haben. Was heißt verbockt haben? Produziert haben, fantastisches. Denn tatsächlich macht Payday 3 sehr, sehr viel Spaß. Wir haben es jetzt schon ein, zwei Tage im Early Access gespielt. Ne? Ein paar Leute hatten sich die Silber- bzw. Gold-Edition vorbestellt und das heißt, wir haben auch schon getestet, ob die Lobbys funktionieren. Es ist alles, was in der Beta zu bemängeln war, letztendlich schon wieder ausgemerzt worden. Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, in den zwei Tagen, wo wir es jetzt gespielt hatten, mussten wir einmal eine neue Lobby starten und auch das hat nur 20 Sekunden gedauert. Herrgott, sei es drum. Naja, also ist wirklich kein Thema. Standard-Edition kostet 40 Euro, dann die Silber-Edition 70 und die große, die Gold-Edition 90 Euro. Da war halt ein bisschen Early Access mit dabei. Ich glaube, 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage. Irgendwie sowas um den Dreh wird es gewesen sein. Fakt ist, wenn ihr die normale Edition bestellt, bekommt ihr es morgen zu spielen. Und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Payday 2 gemocht habt. Achtung, wichtiger Hinweis. Man wirft Taschen nicht mehr mit G, sondern man wirft Granaten mit G. Hat schon den einen oder anderen Spieler versehentlich ein paar Zivilisten töten lassen. Aber na gut, ein bisschen Schwund ist immer, sag ich immer. Ne? Ja. 8 Heists gibt es zum Beginn des Spiels, das heißt, wir werden natürlich wieder ein Software-as-a-Service-System sehen. Es ist schon praktisch der Year-One-Pass angekündigt, der ist auch bei der, meine mindestens Gold-Edition dabei. Lasst mich einmal reinluschern. Der erste Season-Pass mit 2 weiteren Heists, der wird in den ersten 6 Monaten veröffentlicht und der Season-Pass für One Year, da sind 4 Heists drin, also 4 Überfälle, der ist in der Gold-Edition mit drin. Sprich, wenn ihr direkt die DLCs mit vorbestellen wollt, Silber- oder Gold-Edition, let's go. Aber für die Leute, die haben, glaube ich, sowieso schon vorbestellt und sind schon fleißig am Spiel. Gut, Waffenauswahl. Es ist natürlich so, dass wir jetzt sehr, sehr verwöhnt sind von Payday 2, wo es sehr, sehr viele Waffen gab, die man natürlich über die Continental-Münzen freischalten konnte und dann natürlich mit dem Bank-Account letztendlich freischalten konnte. Der Bank-Account wurde auch überarbeitet. Es gibt jetzt kein Offshore-Money mehr, das Kaufen von Aufträgen kostet auch nichts mehr. Das heißt, ich kann mir einfach einen Auftrag auswählen, die beliebige Schwierigkeit einstellen, wie ich lustig bin und einfach los geht's. Finde ich tatsächlich ein besseres System, als es das vorher mit CrimeNet war. Alles in allem, es wirkt sehr, sehr viel flüssiger. Ne? Ich hatte gerade schon mal kurz angesprochen, dass man sehr, sehr viel mehr Aktionen im Stealth-Modus letztendlich erledigen kann, was ich sehr, sehr entgegenkommend finde. Das heißt, man kann zum Beispiel Schlösser knacken, man kann Karten aufheben, dass man früher nur mit einem bestimmten Perk machen konnte. Ich meine, Chameleon hieß es. Und alles in allem muss ich sagen, der ganze Stealth-Teil fühlt sich wesentlich flüssiger an und es fühlt sich wesentlich machbarer an, den ganzen Kram im Stealth durchzuführen. Und es gibt auch keine Tarnungswertung mehr. Das heißt, ich kann trotzdem noch eine dicke Wumme mitnehmen, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass wir irgendwie doch den 4. Pager brauchen oder den 5. Pager und dann let's go, alles geht wieder den Bach runter, überall sind Polizisten und so weiter und so fort. Und ich glaube, da haben sie sehr, sehr gut dran gearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem fühlt es sich jetzt nicht mehr an wie der F-Drück-Simulator. Das heißt, früher hat man für alles einfach F gedrückt und gehalten. Und hier gibt es jetzt mittlerweile Mechaniken, wie zum Beispiel das Schlösserknacken oder auch das Safe-Knacken, wo dann letztendlich ein Minispiel damit eingebaut wird. Das heißt, wer gut in diesen Minispielen ist, hat natürlich auch einen Skill-Advantage. Das heißt, natürlich kannst du auch einfach durchlaufen lassen und gucken, dass das halt von alleine aufgeht. Dauert natürlich länger und gegebenenfalls werden Wachen auf einen aufmerksam oder man ist halt schnell und kann auch mit den sogenannten Buffs skalieren. Es gibt 3 verschiedene Buffs. Es gibt einmal Tempo, es gibt Mumm und es gibt, im Englischen heißt es Grit, ich meine Zähigkeit im Deutschen. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, Tempo gibt mehr Bewegungsgeschwindigkeit, Mumm gibt mehr Schaden, Zähigkeit, letztendlich Tankiness. Und die schaltet man halt frei, indem man bestimmte Aktionen macht. So, da habe ich zum Beispiel mit dem Infiltrator einen Fähigkeitspunkt, wo ich, wenn ich ein Schloss knacke, Tempo bekomme. Und einen weiteren Perk, wenn ich Tempo habe, kann ich Schlösser schneller knacken. Das heißt, das skaliert natürlich. Und wenn ich dann eine komplette Tresorwand innerhalb von einer Minute leerräumen kann, ist das natürlich sehr satisfying, sich das anzugucken. Wie gesagt, die Heist selber sehr, sehr schön gestaltet. Wir haben jetzt 2 von den 8 Heists tatsächlich auch im Stealth durchbekommen und müssen halt schauen, dass wir den Rest natürlich dann auch noch durchbekommen können. Auf Loud haben wir natürlich schon alle am ersten Abend durchgespielt, haben wir auch gestreamt. Wenn ihr da Bock drauf habt, habe ich euch den Stream gerne verlinkt. Wenn ihr mehr von Payday 3 sehen wollt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer drüber. Und genau, alles in allem, wie gesagt,
Waffen werden wahrscheinlich noch kommen mit den DLCs letztendlich. Ich nehme mal auch an, dass nicht nur der Season Pass, sondern auch darüber hinaus dann noch DLCs für das Spiel reingebracht werden. Ich bin gespannt, welche weiteren Locations es geben wird, weil es ist ja mit Payday 2, wer die Story kennt, das ist ja sehr wild geworden gegen Ende. Und natürlich auch Waffen, Perks, Mechaniken im Spiel, die vielleicht noch eingebaut werden. Das heißt, vielleicht mehr Hacken und man weiß es nicht. Ne? Die Möglichkeiten stehen ja offen und ich glaube, hier ist eine sehr, sehr gute Plattform geschaffen worden, auf denen man, ich möchte jetzt mal mit einem Augenzwinkern sagen, wieder 10 Jahre aufbauen kann. Sehr, sehr schöne Grafik, sehr geiler Soundtrack, sehr smoothes Gameplay, gefällt mir sehr gut. Es wirkt alles nicht mehr so, ja, so mechanisch, so clunky, sondern es fühlt sich wirklich gut an, auch wenn es dann in den lauten Modus geht, dass man halt über Autodächer drüber sliden kann, dass man generell rutschen kann. Es fühlt sich halt einfach an wie ein moderner Shooter und das finde ich gut. Ne? Gut, ich glaube, das ist eine Conclusion, mit der wir ganz gut arbeiten können, mit der wir gut leben können. Wie gesagt, 40 € die Standard-Edition, 70 € Silber-Edition, 90 € Gold-Edition. Wenn ihr es haben wollt, bitte schaut in die Beschreibung. Ich habe es euch verlinkt und ich würde sagen, ich gehe jetzt ein bisschen weiter eine Bank ausrauben. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ja, was? Do you know who heated fish in the microwave? It smells like something's decomposing in the goddamn break room. I'm telling you, someone's going to pay for this. I bet it was Steve. Was it Steve? He's dead.
That's five. The car.